Guten Morgen aus La Fortuna. Nachdem wir vorgestern hier angereist sind, waren wir gestern am alten Ausbruchspunkt vom Vulkan. Leider Gottes haben wir alle Aufnahmen, die wir da gemacht haben, gelöscht. Aber ein paar haben wir. Und währenddessen, dass wir jetzt auf dem Weg zu den Hanging Bridges sind, lassen wir auch für euch erstmal die Drohne sprechen und dann sehen wir uns später wieder. Während wir jetzt gemütlich hier durch den Park schlendern und eine Hängebrücke nach der anderen passieren, bleibt eigentlich mal Zeit, um euch so einen Abriss zu geben, was euch in La Fortuna erwartet. Ihr könnt eine Vielzahl von Aktivitäten machen. Ihr könnt wandern, so wie wir. Ihr könnt den Vulkan besichtigen. Ihr könnt skydiven. Ihr könnt Quad fahren. Ihr könnt die heißen Quellen besuchen. Das ist ein Muss. Yep. Das ist eine Empfehlung von uns. Wir waren früh dort, da war nicht allzu viel los. Als wir mittags und nachmittags vorbeigefahren sind, war schon eine ganze Menge los. Das heißt, dann macht es sicher nicht mehr so viel Spaß. Besucht auf jeden Fall die Free Hot Springs. Ansonsten haben wir uns natürlich dafür entschieden, die Hängebrücken zu machen und die alte Ausbruchstelle vom Vulkan zu besichtigen, weil wir eher so die sind, die ja doch das ein oder andere gerne laufen. Was ihr da braucht dafür ist festes Schuhwerk, seid gut zu Fuß, aber ansonsten ist es im Vergleich zu El Tigre deutlich entspannter zu laufen. Hier ist alles gepflastert, kommt Maria auch mit ihren Sneakers gut zurecht. Die aber, auch wieder sauber sind übrigens, ja. Die auch wieder sauber sind. Das stimmt. Und wenn ihr was essen wollt, sei es zum Mittag oder zum Abendbrot, geht auf jeden Fall mal zum Fusion Grill, dort habt ihr einen mega Ausblick. Auch auf den Vulkan und auf den Lake Arenal. Und ansonsten erwartet euch hier viel Natur, viel Grün, das ein oder andere Tier, aber in Summe sehr, sehr viel Erholung, Ruhe, weil auch nicht allzu viele Touristen hier sind. Es verteilt sich alles gut dadurch, dass viele Aktivitäten angeboten werden und möglich sind. Deswegen können wir auch hier gemütlich für uns rumschlendern und unser Ding machen. Achso, noch einen ganz kleinen Tipp, und zwar wegen dem Vulkan, das Vex-Vulkan. Wir dachten halt, wir können hoch auf die Spitze gehen und da gucken, weil wir das in Guatemala schon mal gemacht hatten. Aber das ist hier nicht so. Also man kommt nur bis zu einer gewissen Höhe und sieht den Vulkan einfach nur ein bisschen näher von unten, weil das alles rundherum Naturschutzgebiet ist und da darf auch keiner weiter hoch, ja. Das war nur, weil wir am Anfang erst ein bisschen enttäuscht waren drüber, ja. Ne? Aber am Endeffekt hat sich der Rundgang auch extrem so gelohnt. Wir haben viel gesehen, hat unglaublich viel Spaß gemacht und die Natur ist ja natürlich absolut sehenswert. So ist es. Und als kleinen Tipp am Rande, haben wir eben auch mitbekommen, ist, fass niemals einen Baum an, wo Moos ist. Fass niemals ein Geländer an. 2 Meter später haben wir gleich mitbekommen, warum. Weil Mademoiselle eine wunderschöne große Spinne entdeckt hat. Von daher fasst einfach nichts an, lauft mittig, passt ein bisschen auf euch auf und dann habt ihr auch einen schönen Trip und viel Spaß.